Hallo zusammen, es ist wieder Zeit zum Live-Basteln und heute Abend ist auch noch relativ oder noch sehr speziell, denn mein Kameramann wird heute die Gewinner von meiner Verlosung ziehen. Und damit würde ich sagen, starten wir auch, beziehungsweise ihr müsst mir versprechen, dass ihr weiter zuguckt, auch wenn ihr nicht gewonnen habt oder wenn ihr gewonnen habt, guckt mir trotzdem weiter zu. Wir ziehen einmal hier die Lose zu, also ich mache einmal nochmal Licht an, weil wir haben schönstes Kieler Wochewetter hier oben im Norden. Sodass es regnet, dunkel ist und grau und doof. So, Herr Kameramann, würden Sie zwei Lose ziehen? Los Nummer 1. Ta-ta-ta-ta. Gewonnen hat Angela. Und Los Nummer 2. Gewonnen hat Regina. Ich sage schon mal herzlichen Glückwunsch und natürlich bekommt ihr auch noch mal gesondert Bescheid, wenn ihr jetzt nicht zuguckt. Das Täschchen habe ich übrigens mal bei meiner Ablein Stefanie gebastelt und eignet sich wunderbar auch als Losbox. So, jetzt zum kreativen Teil. Ich hatte das ja schon in dem Foto für die Veranstaltung gezeigt gehabt. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ich diese Shadowbox gebastelt habe. Die Anleitung dazu habe ich bei Jen B gesehen. Und ich habe das ein bisschen geändert, weil ich habe nicht so viel 12x12 Papier. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das mit 21x21. Im Gegensatz zu der Box, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, seid ihr hier aber sehr frei. Ihr könnt so groß werden, wie euer Blatt groß ist oder wie euer Scoringboard groß ist. Ihr könnt es auch rechteckig machen. Das ist alles, wie ihr wollt. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich den gemacht habe und dann erkläre ich euch nachher nochmal, wie ihr das verändern könnt. Also dadurch, dass das quadratisch ist, brauchen wir ein quadratisches Blatt Papier. In diesem Fall 21x21. Und dann können wir das Schneidbrett auch schon weglegen, es sei denn, ihr habt kein Scoring Board, dann könnt ihr das auch mit dem Falzbrett machen. Da das sehr viele Falzungen sind, mache ich es lieber hiermit. So. Ich habe einen Rand genommen von einem Zentimeter. Also das hier ist genau 1 cm mal 1 cm mal 1 cm. Und wir machen jetzt 4 Falzungen dafür. Keine Ahnung, warum das jetzt kippelt. Wahrscheinlich, weil ich den Untergrund nicht so habe. Also bei 1 cm. 2. Bei 3. Und bei 4. Und das machen wir einmal reihum. Angefangen wieder, bei einem. Der wird bestimmt wieder schief und krumm werden, der Rahmen, weil ich eben nicht so genau gucken kann. Aber ihr dürft ja ruhig mit dem Kopf über dem Papier hängen. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass ihr das noch besser hinkriegt als ich jetzt. Gut. Und wir drehen es nochmal. Und gehen wieder bei 1 cm, bei 2, 3 und bei 4. So, und die letzte Seite machen wir ganz genauso. Also wenn ihr die Maße noch nicht mitbekommen habt, das ist 1 cm, 2 cm, 3 cm und 4 cm. So, jetzt nochmal zu dem Prinzip. Ihr könnt, wie gesagt, jede Form nehmen, die ihr wollt, quadratisch oder rechteckig. Ihr müsst euch überlegen, wie breit euer Rahmen sein soll. Und dementsprechend macht ihr dann diese 4 Falzungen.
Wenn ihr sagt, ihr wollt Inch haben, dann macht ihr das bei 1, 2, 3 und 4 Inch. Wenn ihr sagt, ihr wollt 1,5 cm haben, dann wäre das bei 1,5, 3, 4,5 und 6. Und so könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Ihr müsst halt daran denken, dass es dementsprechend kleiner wird, natürlich, wenn ihr den Rahmen größer macht. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Macht es einfach so, wie ihr wollt. So, und jetzt brauchen wir noch vier Falzlinien als Hilfslinien. Und zwar wieder den Abstand, den ihr hattet, bei mir also 1 cm. Und dann bis zur zweiten Falz. Ich guck mal, ob ihr das hier sehen könnt. Genau bis dahin. Und das machen wir jetzt an zwei gegenüberliegenden Ecken. Hier ist das jetzt bei 16 cm. Runter bis zur zweiten Linie. Und dann bloß nicht reihum, sondern einmal um 180 Grad drehen und auf der gegenüberliegenden Seite machen. Wie gesagt, solltet ihr jetzt 1 Inch genommen haben, dann lasst ihr hier auch wieder 1 Inch Platz. 1,5 cm, 1,5 cm und so weiter und so fort. So, das war es jetzt auch schon mit dem Brett. Und jetzt braucht ihr eine Schere. Ich hoffe, ihr seid soweit alle mitgekommen. Ich nehme die Bastelschere, weil die so schön das Papier so schön schneidet und so schön scharf ist. Erstmal schneide ich hier die Vierecke raus. Das habe ich für mich als einfacher empfunden. Und ich bin immer dabei, ich weiß nie, wo ich schneiden soll. Schneide ich jetzt links von der Falz oder rechts von der Falz? Und deswegen habe ich jetzt mir überlegt, ich schneide in der Mitte. Das kommt dann einigermaßen hin. So, also diese Quadrate ausschneiden. Ihr könnt gerne ein bisschen genauer arbeiten, als ich das jetzt mache. Aber wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Dann ist das Live-Video zu Ende. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen zusehen. So, was machen wir jetzt mit diesen Falzlinien? Die schneiden wir auch ein. Und dann schneiden wir, macht nicht den gleichen Fehler wie ich, wir schneiden von dieser Ecke zu der Ecke. Also quasi ein Kästchen quer. Wenn ihr das so macht, wie ich das erste Mal bis hierhin, dann sieht euer Rahmen ein bisschen seltsam aus. Und deswegen habe ich das auch weggeschnitten, weil ich nämlich dann gerne von hier schneide, weil ich da mehr Platz habe. Also ich kann euch das ja noch dreimal zeigen. Wir haben ja noch dreimal. Hier einschneiden. Und wie gesagt, ich drehe das gerne, weil hier kann ich die Schere genau ansetzen und dann darüber schneiden. Letzte Mal. Na, letzte Mal will ich. So. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin soweit mitgekommen. Ansonsten könnt ihr euch das nachher ja nochmal anschauen. Aber so sollte jetzt euer Ergebnis aussehen. Dann könnt ihr euch euer Falzbein nehmen und alles einmal falzen. Also eigentlich geht dieser Rahmen auch relativ schnell. Je genauer man arbeitet, desto schöner wird er hinterher. Aber ich zeige euch gleich auch nochmal zwei, drei Tricks, womit man ein bisschen was kaschieren kann. Einige Dinge gehen inzwischen echt schnell von der Hand, wie zum Beispiel Falzen. Ihr könnt auch noch darauf achten, wenn ihr falzt, sollte natürlich das hier
ausgerichtet sein. Also quasi nicht so wie bei mir, dass das hier den gleichen Abstand hat. Wobei das wahrscheinlich vom Schneiden kommt hier. Also wenn das jetzt so schief wäre, dann wäre es nicht gut. Aber so ist okay. So, jetzt wollte ich euch einmal zeigen. Ich habe hier Washi-Tape drauf gemacht. Und wenn ihr das hier an der Stelle haben wollt, dann wäre es gut, wenn ihr das jetzt anbringt. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, selber. Genau. Auf das zweite von innen. Weil das ist hinterher das, was oben ist. Das wird jetzt quasi so reingefaltet. Das ist oben. Und dann könnt ihr da Washi-Tape drauf machen. Das Gute ist, das wird dann nachher darüber gefaltet. Dass ihr hier dann auch Washi-Tape drunter habt. Also ihr müsst nicht irgendwie kompliziert schneiden, sondern ihr könnt es jetzt schön aufbringen. Und ja, habt hinterher schöne Linien und es sieht sehr gut aus. Und hier auch. Ihr tragt das dann hier. Ich kann das ja immer machen. Ich habe es ja extra vorbereitet. So, jetzt muss ich aber wahrscheinlich doch mit meinem Kopf da rein. Das zweite von unten. Genau, das eine ist schräg. Nicht wundern. Ja, man kann es reißen. Ich schneide es lieber. Das ist wahrscheinlich jetzt schief und krumm. Aber ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt natürlich dann auch euren Rahmen nach diesem Washi-Tape ausrichten. Sprich, wenn euer Washi-Tape 1 Zoll breit ist, ein bisschen genauer sollte es schon sein, dann könnt ihr den Rahmen natürlich dann auch, also diesen, den äußeren Rahmen 1 Inch breit machen. Genau, dann könnt ihr nämlich hier jetzt das abschneiden. Ich hoffe, ihr könnt noch folgen und ich drehe das hier nicht zu schlimm hin und her. Ich wollte euch das jetzt nur einmal ganz schnell zeigen. Denn eigentlich ist das ein ganz netter Effekt. So, 2 Schnitte noch und dann habt ihr es überstanden. Ich hoffe, keinem ist schlecht geworden. Zack. So, also so würdet ihr das Washi-Tape für oben drauf anbringen. Jetzt brauchen wir Klebeband. Und zwar bringen wir das so dicht wie möglich hier an diese Kante an, damit das auch wirklich festklebt. Also hier. So dicht wie möglich. So dicht, wie ich das machen kann, ohne meinen Kopf ins Bild zu tragen. Und ihr so dicht wie möglich mit Kopf über dem Werk. Und hier auch, also auf allen 4 Seiten wirklich. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Genau, ihr bringt auf der anderen Seite hier bei dem Schrägen auch ein bisschen was auf. So. Das ist dann auch schon alles, was ihr an Kleber braucht. Und jetzt ziehen wir das ab. Und ihr könnt es so machen, dass ihr das zur Hälfte knickt, also bei 2.
und dann so dicht wie möglich daran umstülpt, festdrücken und dann habt ihr den Rahmen. Ja? Keine Antwort. Okay, nochmal. Also die Hälfte umknicken, so dicht wie möglich da dran. Und dann habt ihr das auch. So, diese, diese Stücke werft ihr am besten nicht weg, denn die könnt ihr jetzt ganz gut gebrauchen. Ihr könnt hier nämlich, oder ihr solltet da euch so Hilfen dran machen. Mir nicht immer. Das sind jetzt die hier auf den Ecken. Das war auch ein Trick von der Jen, der eigentlich soweit ganz gut hilft. Ja, da ist nämlich schon. Der ist schon ab. Der ist auch ab. So. Ja. Ihr versteht, was ich meine. So, und dann könnt ihr hier auch wieder, also ich habe jetzt einen eingeknickt, falte das aber auch einen davor. Seht ihr das, was ich meine? Ich habe den einen umgefaltet und knicke das jetzt hier an der dritten Falz quasi da so rein. So, meine ganzen Hilfskleber sind inzwischen weg. Und dann wird das hier so drüber gestülpt. Das hat wunderbar funktioniert. So, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? Und genau das Gleiche machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Ich lasse das jetzt mal weg. Also ihr seht, es funktioniert auch so. Wenn man das ordentlich macht, dann hat man eben den Effekt, dass es erst klebt, wenn man das rauszieht. So ähnlich wie bei diesen kleinen Batterien in diesen nervigen Kinderspielsachen von McDonald's oder ähnlichem. So, also das da rein. Und dann, seht ihr das? Das Hochziehen hier. So. Und dann ist die Box eigentlich schon fertig. Ich habe jetzt noch, manchmal, weil ich es schöner fand oder aber auch bei der, die ging mir ein bisschen auseinander, habe ich hier außenrum Washi-Tape gemacht. So bleiben nämlich auch die Ecken. Also man sieht, hier ist so eine, hier ist ein Loch. Das könnte eigentlich noch dichter zusammen sein. Und wenn ich jetzt das Washi-Tape außenrum mache, dann hält es schön. Und ich finde, es sieht auch gut aus. Ich habe das extra so gemacht, dass ich es nicht an der Kante angefangen habe, denn sonst habe ich irgendwann das Problem, dass sich das da löst. Sondern habe es unten, also das wäre jetzt bei mir unten angefangen und ziehe das dann einmal rum. Genau. Also wie gesagt, ihr könnt gerne genauer arbeiten, nur mit der Kamera ist das immer ein bisschen schwierig. So. So, und dann haben wir nämlich auch hier diese Lücken nicht mehr. Man sieht die nicht mehr. Ja, das war es eigentlich schon. Ihr könnt da jetzt reingestalten, was ihr wollt. Hier habe ich einen Fotohintergrund. Jetzt gibt es ja auch wieder dieses schöne Designerpapier mit den Fotohintergründen, die man wunderbar da reinmachen kann. Natürlich kann man auch selber ein Bild gestalten. Hier habe ich das so gemacht, dass ich da nochmal zwei Lagen Papier reingelegt habe und das Flusterweiß mit Dimensionals, dass es ein Stück weit rauskommt. Und ja, wenn ihr mal guckt, es gibt inzwischen ganz, ganz viele von denen. Viele sind mit Schmetterlingen, die dann da noch rein sind. Also sehr plastisch alles. Und man kann ganz viele tolle Sachen machen. Und wie gesagt, ihr könnt es anpassen, wie ihr wollt. Also ihr könnt 12x12 Papier nehmen, ihr könnt es quadratisch machen, ihr könnt es rechteckig machen. Ihr müsst halt nur dafür sorgen, dass diese vier Falzlinien, die ihr macht, immer den gleichen Abstand haben.
Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr dürft mir gerne wieder zeigen, wenn ihr sowas nachgebastelt habt. Ich verlinke, wie gesagt, auch nochmal zu dem Video von Jen. Die hat es mit 12x12 Papier und 1-Inch Rand gemacht oder Rahmen gemacht. Und genau, das war's eigentlich. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Fußball gucken, solltet ihr Fußball gucken. Und dann bis in 2 Wochen. Tschüss!